Ich habe die Freude, Frau Enders anzukündigen. Frau Enders ist Mitglied des Bayerischen Landtages und ich sage jetzt nicht mehr, aber sie ist Mitglied des Bayerischen Landtages und sie ist willkommen und sie redet hier als Frau zu uns Frauen. Bevor es überhaupt losgeht mit meiner Rede, das Wichtigste ist ja immer, dass wir auch diese Aktion hier heute so richtig vermarkten. Auch ich brauche ein Foto, wo ihr drauf seid. Und da hinten steht mein Mann und der wartet jetzt auf eure Aktion. Die Arme hoch! Los, die Arme hoch alle! Jetzt weiß man, dass auch Männer gut sind ab und zu. Nein, das, okay. Also, ja, liebe Frauen, liebe Männer, liebe Anwesende, heute ist ein trauriger Tag für Frauen und Mädchen. Ein schwerer, ein schwerster Tag für Frauen und Mädchen in Deutschland, in Europa und auf der ganzen Welt. Und anstatt die Diskriminierung allgemein in Deutschland aktiv zu bekämpfen, hat die Bundesregierung mit Inkrafttreten des Selbstbestimmungsgesetzes genau das Gegenteil getan. Das natürliche Geschlecht zählt nicht mehr seit heute. Frauen werden als Gebärende bezeichnet. Der Muttertag ist nicht mehr zeitgemäß und Frau sein ist nur noch ein Gefühl unterstrichen von ja, viel Make-up und Stöckelschuhen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das darf so nicht weitergehen. So darf Politik nicht agieren. Fakt ist, Artikel 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland sagt, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Und wie soll denn ein Staat für die Erhaltung dieses Grundgesetzes sorgen, wenn diese Regierung im Bundestag nicht mal weiß, was eine Frau überhaupt ist? Das geht so nicht weiter. Mein Name ist Susanne Enders. Und jeder, der sich meinen Namen merken möchte, da sage ich, ist ein Gesetz falsch, dann Enders halt. Also leicht zu merken, wer mich irgendwann mal vielleicht noch in Social Media sucht. Mein Name ist Susanne Enders, ich komme aus Bayern und ich bin Generalsekretärin einer Partei, die es deutschlandweit gibt. Und aus Respekt vor den Organisatoren werde ich hier keine Parteinamen nennen. Und ich soll euch aber ganz herzliche Grüße von Hubert Aiwanger schicken, der nämlich hier heute sonst auch dabei gewesen wäre, aber der, wie gesagt, seinen Terminkalender, ihr könnt's euch nicht vorstellen, denn er unterstützt mich persönlich und uns Frauen in einer Partei, nämlich seit Jahren im Kampf gegen dieses wahnsinnige Selbstbestimmungsgesetz. Und deshalb muss ich hier diese Grüße auch ausrichten, denn ja, ich bin eine Politikerin. Aber was nutzt es, wenn es immer nur heißt, ja die Politik und die machen da nichts. Ich will euch zeigen, dass es auch Politiker und Politikerinnen gibt, die sehr wohl wissen, dass das Selbstbestimmungsgesetz eine Gefahr für Frauen, Mädchen, für Jugendliche, für unsere ganze Gesellschaft ist. Ich bin eine Politikerin und ja, ich mache was dagegen und zwar regelmäßig. Nur in Bayern könnten wir zum Beispiel nur eine abstrakte Normenkontrollklage einreichen, wenn die komplette Landesregierung das unterstützt. Ohne Parteinamen zu nennen, bisher ist es nur ein Teil der Bayerischen Landesregierung, die so eine abstrakte Normenkontrollklage sofort unterstützen würde. Wir schaffen es aber nur gemeinsam und das sehe ich im Moment noch nicht. Ja, ich bin Politikerin, ich bin Krankenschwester, ich bin Ehefrau, ich bin Mutter, ich bin als Frau geboren und ich bin eine Frau. Mir wurde bei meiner Geburt kein Geschlecht zugewiesen, weder von einer Hebamme noch von einem Arzt und schon gar nicht von einem Einwohnermeldeamt, wo man sich ja ab heute einmal im Jahr neu erfinden kann. Ich bin eine Frau und als Frau und als bayerische Politikerin setze ich mich dafür ein, dass
niemand in diesem Land diskriminiert werden darf aufgrund von Herkunft, Behinderung, Hautfarbe, Geschlecht, Krankheit, sexuelle Orientierung, Religion und. Kein Mensch darf in Deutschland, auf der ganzen Welt, niemand darf diskriminiert werden. Das bedeutet aber auch, dass Frauen Schutzräume und Lesben-Communities für biologische Männer tabu sind. Das Selbstbestimmungsgesetz ist der Irrweg einer woken Ideologiepolitik und eine Katastrophe für unsere Kinder. Das Selbstbestimmungsgesetz muss weg. Dass dieser Protesttag hier heute stattfindet, das verdanken wir mutigen Frauen auf der ganzen Welt. Und ein großer Dank von meiner Seite gilt an Ina Wagner und dem gesamten Orga-Team von Lass Frauen Sprechen. Danke an die Rednerinnen, danke an Frauenheldinnen, danke an Frauenaktion München, danke an Frauen und Politikerinnen aus allen demokratischen Parteien, die wie ich heute hier zum Teil aus Bayern, aus ganz Deutschland, ja aus anderen Teilen der Welt angereist sind. Und danke auch an die Männer, die heute gekommen sind. Und da gilt natürlich ein ganz besonderer Dank an meinen Mann, der da hinten steht und filmt und fotografiert und mich unterstützt seit Jahren schon im Kampf für die Rechte der Frauen und Mädchen. Ich habe Judith vergessen, höre ich gerade. Entschuldigung, auch die Judith natürlich, danke. Aber vor allen Dingen danke an euch alle, dass ihr heute hier seid und vor allen Dingen, dass ihr vernünftig und friedlich protestiert. Denn das ist unser demokratisches Recht. Ein Recht auf Meinungsfreiheit und davon dürfen wir auch Gebrauch machen. Und deshalb bitte ich euch, bleibt weiter friedlich und vernünftig in diesem Protest, nur dann kommen wir weiter. Und zum Ende meiner Rede möchte ich noch einmal ganz doll klar machen, niemand darf in Deutschland diskriminiert werden und die Bundesregierung hat genau dafür zu sorgen, ohne dabei die Rechte von 51% unserer Gesellschaft in den Wind zu schießen, nämlich die Rechte der Frauen und Mädchen. Und lassen Sie mich zum Schluss noch eine ganz klare Botschaft an Bundesjustizminister Marco Buschmann richten. Ein Penis gehört nicht in die Mädchenumkleide, nicht ins Frauenhaus, nicht in die Damendusche und auch nicht in ein Frauenfitnessstudio. Ein Penis gehört nicht in die Schutzräume von Frauen und Mädchen. Und lasst uns gemeinsam stark sein und für die Rechte von Frauen und Mädchen kämpfen, meine lieben Damen und auch Herren und Sternchen und jeder Mensch, der heute hier ist, weil jeder ist mir gleich viel wert, meine Damen und Herren. Lasst uns gemeinsam dieses unsägliche Selbstbestimmungsgesetz stoppen. Lasst uns gemeinsam laut werden, damit der Bundestag das auch hört. Und ich will jetzt euch hören. Frauen sagen Nein! Frauen sagen Nein! Frauen sagen Nein! Frauen sagen Nein! Dankeschön! Dankeschön!